Behalte meine Gebote, so wirst du leben, und hüte meine Weisung wie deinen Augapfel. Eines der Gebote, von denen die heutige Losung aus Sprüche 7 spricht, hat mich in den letzten Tagen besonders beschäftigt. Denn vorgestern war Weltflüchtlingstag. Die UNO hat ihn 2001 ausgerufen. Seitdem wird er jedes Jahr am 20. Juni begangen. Inzwischen sind es um die 100 Millionen Menschen, die auf der Flucht sind, weil ihr Leben wegen Krieg, politischer Verfolgung oder Dürre und Hunger in Gefahr ist. Die meisten von ihnen fliehen innerhalb des eigenen Landes. Viele müssen aber auch anderswo Zuflucht suchen. Weil sie so verletzlich sind, stehen sie unter dem besonderen Schutz der Gebote, von denen in der heutigen Losung die Rede ist. Die Fremdlinge sollt ihr nicht unterdrücken, denn ihr wisset um der Fremdlinge Herz, weil ihr auch Fremdlinge in Ägyptenland gewesen seid. So heißt es etwa in 2. Mose 23. Hüte meine Weisung wie deinen Augapfel. Was heißt das im Hinblick auf dieses Gebot? Sich einzufühlen in die Menschen, die heute in Not sind, sich selbst in ihnen wiederzuerkennen, das ist die wahrscheinlich wichtigste Triebkraft, aus der sich viele Menschen heute aus ihrem Glauben heraus humanitär engagieren. Und das ganz besonders auch für Geflüchtete aus der Ukraine, aber genauso auch aus anderen Ländern. Behalte meine Gebote, so wirst du leben, heißt es in der Losung. Das ist ein starker Satz, denn er sagt, sich für andere engagieren ist nicht zuerst Verzicht, moralische Forderung oder ethische Pflicht, sondern es ist vor allem eine wichtige Dimension guten Lebens. Geht gesegnet und behütet in diesen Tag.